Ja, moin, liebe Freunde der postapokalyptischen Kriegsführung und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part und einer neuen Aufnahmesession von KKND mit der Kampagne der Überlebenden. Ein paar Stunden nach meinem kleinen Rage-Quit. Erstmal entschuldige ich mich dafür, dass ich so viel und so ausgiebig ausgerastet bin. Ich werde es wieder gut machen, ne? Kriegt ihr dann eine etwas längere Session. Allerdings muss ich jetzt vorher sagen, sollten wir jetzt in dieser Phase keinen Fortschritt erzielen, werde ich die Aufnahme vielleicht verwerfen, mal gucken. Also wenn wir wirklich gar keinen Fortschritt haben, wahrscheinlich ja. Das heißt also, es kann sein, dass ihr es vielleicht gar nicht mitkriegt. Ja, jedenfalls, ich habe tatsächlich mal nachgeguckt bei dem Let's Player. Zugzui heißt er übrigens. Sehr altes Let's Play, von 2012 noch. Und ich bin mir jetzt fast sicher, wie ich vorzugehen habe. Deswegen hoffe ich mal, dass das jetzt auch einschlägt. Indem wir uns jetzt schnellstens auf den Weg machen. Und zwar werden wir uns hier wieder niederlassen. Da haben wir uns nämlich auch schon mal niedergelassen. Wir müssen mit unseren Truppen ein bisschen vorsichtiger sein. Das werde ich auch sein. So gut es geht. Fahr mal hier hin, bitte. Ich hoffe möglichst, dass ich da... Ja, da kommt schon der Erste. Ja, genau. Lauf mal ganz schnell wieder weg. Ja, ja. Wollen Sie was von mir, Sir? Ein paar Truppen würde ich vielleicht mal noch... Was macht ihr da? Oben wird schon wieder geschossen. Eieieiei. So, die wehren wir erstmal ab. Also das ist ja noch nicht weiter schlimm. Das geht noch. So, du packst dich... Packst du dich bitte aus? Ja, jetzt. So, okay. Ihr beide könnt eigentlich gleich schon mal unten bleiben. Als erstes hauen wir hier direkt das Kraftwerk hin. Ne, das werden wir dort nämlich brauchen. Bisschen weiter nach oben, nicht zu weit, Jungs. Sag dir nicht zu weit, Jungs. Jetzt bist du im Weg und du auch. Ihr seid im Weg, Jungs. So, hier kommt die Waffenfabrik hin. Forschungslabor auf keinen Fall vergessen. Ganz wichtig. So. Und dann haben wir hier auch schon mal ein weiteres Kraftwerk hin. Ja, genau. Wehrt die Mann erstmal ab. Gute Idee, Jungs. Sehr schön. Endlich mal was Positives. So, soweit so gut. Ja, genau. Speichern das jetzt mal. Mittlerweile habe ich mich ja dran gewöhnt. So ein bisschen. Sehr gut. Erstmal das. Jawohl. Sehr schön. Erstmal werden wir das verbessern. Wir brauchen Türme. Das war nämlich der Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe mich auf die falschen Türme... Ich habe mich auf die falschen Türme verlassen. Dieses Mal werden wir uns auf andere Türme verlassen. Auf bessere Türme. Denn wir haben ja noch eine Art von Turm. Und den werden wir auch dieses Mal einsetzen. So, einer kann schon mal seine Arbeit aufnehmen. Das heißt, wir haben unser Öl nämlich direkt in der Nähe. Und das ist wirklich gut. Wo willst du hin? Bleib da. Bleib da. Bleib da, Kollege. Sehr schön. Dahin. Du sollst da hinfahren. Auspacken. So. Karte raus. Sehr schön. Entwickeln. Los geht's. So, dann haben wir nämlich gleich... Wir haben schon mal den ersten Turm. Das ist zwar ganz gut, aber das reicht uns noch nicht. Wir brauchen nämlich den anderen Turm. Den Raketenturm. Der ist nämlich richtig gut. Wie ich festgestellt habe. Als ich nämlich bei Zugzui vorbeigeschaut habe. Der Turm ist deutlich besser. Und der wird uns wahrscheinlich auch viel Arbeit abnehmen dann. Sehr schön. Und jetzt direkt. Ihr seid beide leider ein bisschen im Weg. So, Raketenturm. Sehr schön. Ah, das ist eine gute Einheit. Zieh ihn mal zurück. Nicht übertreiben, Jungs. So, und dann die Forschungsstation. Die setzen wir schon mal auf die Waffenfabrik an. Gleichzeitig speichern wir das schon mal. Weil das ist schon mal Fortschritt. Denn jetzt sind wir dabei, einen Turm zu bauen. Solange nur die Forschung... Also die Forschung dürfte nicht zu teuer sein. Sagte er, und dann explodierten die Kosten. Nicht zu nah... Nein, nicht zu weit rausfahren. Nicht zu weit rausfahren. Schön hier bleiben.
Ja, er kommt nämlich gleich schon wieder mit seinen Massen an hier. Warum sammelst du nicht? Ist natürlich ganz verheerend, wenn unsere Leute meinen, die sammeln zu müssen, ne? Ja, zieh dich mal schön zurück. Nicht zu weit hinaus, nicht zu weit hinaus. Ist der Turm fertig? Sieht so aus. Gleich der nächste. Er scheint fertig zu sein, ja. Gut. Dann sollten wir auch gleich nochmal ein paar Techniker rekrutieren. Wo sind die? Pionier. Oh, Pionier jetzt. Was macht der? Erstmal baue ich 6 Techniker, bitte. Sehr schön. Und gleich nochmal. Siehst du, jetzt kommt auch Geld rein. Sehr gut. Was macht der Pionier? Das würde mich jetzt mal interessieren, was der macht. Wir brauchen nämlich, falls die Türme nämlich angegriffen werden, dass wir die recht schnell reparieren können. Dass sie auf Befehle reagieren, ist auch interessant. Nee, da kommt er nicht ran. Ja, jetzt versucht er es von hinten. Das war klar. Muss man 2 abstellen. 2 nach hinten, bitte. Meine Fußsoldaten haben sich ja leider unerlaubterweise von ihrem Posten entfernt. Tollerweise. Mussten ja unbedingt herkommen. So, der nächste Turm geht hier hin. Kein Geld. Okay. Der Pionier ist ein Granatwerfer. Alles klar. Der wirft Granaten. Schon mal interessant. Ja, da kommt er schon. Hört sie ab! Ah, hat er mir den Turm auseinandergenommen. Mensch! Och, Leute, was macht ihr? Nicht schon wieder. Das sah bei Zug deutlich einfacher aus. Ja, toll. Kann ich laden. Das kann ich laden. Ich darf meine Panzer nicht zurückziehen. Warum muss er auch ausgerechnet dann von unten kommen? Muss so ein Scheiß sein. Zieh dich zurück. Was macht der da? Idiot. Das ist echt unglaublich. Der greift jetzt schon wieder an. Was soll das denn? Ja, der sammelt wieder nicht. Warum rennen die eigentlich wild durch die Gegend? Die sollen da die Stellung halten. Verflucht nochmal. Nein. Ich wollte den Sabot... Wo ist er denn jetzt? Da. Techniker brauchen wir. So, ein Turm ist fertig. Sehr gut. Gleich den nächsten bauen. Wir brauchen nämlich Abwehr und die muss funktionieren. Ja, ich höre. So, die Panzer müssen fertig werden, damit wir uns auch die leisten können. Das ist kein Panzer. Jetzt stehe ich gerade wieder so ein bisschen unter Druck. Es tut mir echt leid, dass ich so wenig rede, aber das muss leider sein, weil ich konzentriert bin. Ja, den fangen sie ab. Sehr gut. Jetzt wäre es noch schön, wenn der zweite Raketenwerfer langsam mal fertig wird. Das wäre jetzt echt gut. Also langsam baut er nämlich Druck auf. Ah, der zweite ist fertig. Sehr schön. Sehr gut. Na, ihr seht schon, das ist schon ein ordentlicher Unterschied. Gleich den dritten. Ja,
Auf die Mammuts, auf die Mammuts, auf die Mammuts. Auf das andere Mammut. Zieht er sich zurück? Er zieht sich zurück. Er zieht sich zurück! Alter, die erste Runde überlebt, ey. Oh, das müssen wir schnell speichern. Alter, wie gut, dass ich bei Zugzui reingeguckt habe. Echt. Er wird zwar nie gucken, aber... Oh. Alter. Das hat mir echt den Arsch gerettet. So, jetzt ist der dritte fertig. Sehr schön. Und noch zur Sicherheit noch einen vierten. So. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht eingebaut. Gleichzeitig beginnen wir mit dem Bau von Panzern. Oh. Komisch, es kommt auch nicht mehr von hinten, ne? Das kommt dann nicht mehr. Jetzt bauen wir nämlich mehr Fahrzeuge. Erstmal. Also in der Festung hier sind definitiv mehr Fahrzeuge erforderlich. Kommst du noch durch? Ja, du kommst noch durch. Gut, du bist fit. Du bist fit. Ich finde es interessant, dass die Türme Befehle, dass sie antworten. Das finde ich interessant. Vielleicht kann ich ja tatsächlich mal danach einen kleinen Vorstoß wagen, dass wir hier mal ein drittes Kraftwerk errichten, dass die Quelle hier mal mit anzapft. Das wäre natürlich schön. Aber Vorsicht. Ah, jetzt verhält sich der Gegner schon ein bisschen ruhiger. Wo willst du hin? Genauso. Genauso möchte ich das sehen. Sehr schön. Ich baue schon mal ganz vorsichtig eine weitere Ölplattform. Schraub die Panzer mal kurz runter. Der Turm ist ja auch noch im Bau. Der vierte. Wir haben ja hier sowas. Wir haben ja nicht sowas wie Energie hier. Das geht ja noch. Wir haben ja das Öl. Okay, der nächste Turm ist fertig. Sehr schön. Also jetzt sollte der Gegner kaum noch durchkommen. Sagte er und dann kam er von hinten. Das kann passieren. Ich hoffe es nicht, aber es kann passieren, wenn wir Pech haben. Wobei, eigentlich reicht es, wenn wir einen dritten Laster bauen, ne? Tankwagen kostet uns nur 600. Also das Kraftwerk selber kostet uns 700. Im Grunde. Aber der Tankwagen, das ist wie bei Tiberium-Konflikt. Der Sammler kostet 1400 und die Raffinerie selber kostet 600 oder so. Ich baue nochmal ein paar Flammenwerfer. Ja, genau. Greift er nämlich wieder an, siehste? Ja, ja. Oh, diesmal bin ich vorbereitet. Dank eines erfahrenen Let's Player-Kollegen bin ich vorbereitet. Nein! Och, Mann. Alter, der muss es aber auch gleich übertreiben, ne? Guck dir das an. Alter, wie er das übertreibt. Guck dir das an. Aha, er zieht sich zurück. Wir brauchen hier den vierten Turm. Aufbauen. Aufbauen. Unbedingt. Wir brauchen den vierten Turm. Ohne den geht hier gar nichts. Du kommst bitte mit. So, und dann brauchen wir weitere Techniker. Okay, das ist anstrengender als gedacht. Aber wir haben Fortschritt, Freunde. Wir haben Fortschritt. Endlich mal. Du kommst bitte auch mit. Wie gesagt, ich will die Quelle hier haben. Ich weiß, dass hier ein paar Patrouillen unterwegs sind, vereinzelte. Wie sieht's aus? Oh, der braucht dringend eine Reparatur. Der geht noch. Also wir müssen hier vielleicht doch nochmal zwei Türme aufbauen, wa?
Beziehungsweise ich habe ja noch ein paar Panzer hier stehen. Die hauen wir nochmal dazwischen. Einsatzbereit. Ja. Ja, dann wollen wir mal. Ja. Ja. Hat der zwar einen recht weiten Weg. Ich hoffe, dass er nicht den falschen nimmt, sondern dass er von unten dann reinkommt. Ja, wenn ich das richtig weiß, dann hat er hier nämlich auch noch Leute sitzen. Das wäre halt besser, wenn wir einfach statt zwei Quellen drei haben. Vor allem, da drei Quellen einfach mehr Geld bringen auch. Und länger halten vor allen Dingen. Na, wenn man eine versiegt, kann die andere übernehmen quasi, wenn man so will. Sehr schön. Wunderbar. So, der nächste Turm ist fertig. Ich würde gerne hier noch einen weiteren bauen, aber ich habe jetzt gerade kein Geld leider. Okay, vielleicht sollten wir es mit Türmen jetzt auch nicht unbedingt so übertreiben. Aber man merkt auf jeden Fall, dass ohne diese Türme wären wir jetzt ziemlich am Arsch. Ich glaube, das kann man wirklich unironisch so sagen. Guck mal, hier wäre auch noch Öl, aber das ist halt zu nah am Feind dran. Ich stell mal die Panzer auf unendlich. Aber irgendwohin, hier müssen wir noch einen weiteren Turm setzen. Wo fährst du hin? Ja, toll. Fahr genau dahin, wo der Turm hin sollte. Kein Geld. Meh. Gib Geld! Danke. So, dann haben wir nämlich gleich noch einen weiteren Turm. Techniker kommt hoch. Und er fährt genau den Weg, den er fahren soll. Hervorragend. Sehr gut. Mensch, der Sammler von KKND ist einfach mal schlauer. Oder der Tankwagen ist schlauer als der Sammler aus Command & Conquer. Ich bin beeindruckt. Er ist natürlich jetzt ein blöder Zeitpunkt, ne? Aber passt schon. Ich bin ja beeindruckt, muss ich sagen. Jetzt können wir uns eine schöne Panzerarmee aufbauen. Ihr glaubt gar nicht, wie mir dieses Szenario keine Ruhe gelassen hat. Vor allen Dingen, dass ich mich so aufgeregt habe. Echt. Aber jetzt haben wir tatsächlich mal sowas Ähnliches wie Fortschritt. Wahnsinn. So, und jetzt ist der nächste Turm noch im Bau. Das heißt, wir sollten jetzt bald wirklich keine Probleme mehr haben. Ich weiß jetzt nicht, ob das so eine gute Idee ist, den so zu lassen. Aber ich gehe das Wagnis jetzt einfach mal ein. Motorrad haben wir nicht mehr, ne? Ich hole mal ein. Einen Motorradtypen. Ich lasse mal die Panzer eben außen vor, dass wir mal ein Motorrad-Heini bauen können. Ich weiß ja, dass hier ohne Ende Mammuts rumlungern. Können wir ja mal das eine oder andere mal in die Flak locken. In die Flak, sag ich schon. In die Türme und Panzer. Sag ich schon, in die Flak. Ist klar. Genau, in die Flak. Gegen ein Mammut. Geile Flak. Das wäre die nächste Erfindung. Das Flak-Mammut. Lock sie mal an. Oh, er kommt eh gerade. Warum fährst du nach vorne? Seht ihr den Unterschied, wie die Türme jetzt die Leute wegrasieren? Die Mutanten? Das ist ein totaler Unterschied. Ich glaube, das ist der Gegenspieler von den Schrottürmen. Ja, wenn da eine oder andere Panzer drauf geht, dann ist es leider so. Auf das Mammut. Auf das Mammut. Guckt euch das an. Guckt euch das an, was so ein paar Raketentürme reißen können. Wahnsinn. Also die habe ich echt komplett unterschätzt. Echt. Also im Gegensatz zu Command & Conquer sind die hier echt effizient. Ihr seht es ja, die rasieren seine Armee mühelos. Gerade auch in der Menge, also das ist richtig gut. Und wir haben Zeit, uns eine Panzerarmee aufzubauen. Um bald mal vielleicht mal einen Gegenschlag durchzuführen. Wie sieht das Öl aus? Ah, es wird langsam weniger. Der hat einen recht weiten Weg, deswegen wird auch die Quelle länger halten. Was machst du denn da? Melde mich zum Dienst.
Manche Einheiten wissen einfach nicht, wo ihr Platz ist, ne? Meine Fresse. Der fährt da durch die Gegend. Im Nirvana. Und hat keine Ahnung, wo er hin soll, oder was? Meine Güte. Du wirst vorne gebraucht für die Offensive. Nee, 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 du. Ja, ich merk schon. Der denkt, er kommt nicht raus. Was eigentlich ziemlich dämlich ist. Mal ein bisschen weiter raus mit euch. Siehst du, jetzt haben wir auch mal ein bisschen Platz hier für Panzer. Sehr schön. Also einen Mammut konnten wir anscheinend anlocken, aber da stehen halt noch zwei. Und Riesenskorpione. Ich bin mal gespannt. Mal sehen, wann wir tatsächlich mal einen Gegenschlag durchführen können. Aber Mensch, wir sind endlich mal in der Lage, dann anzugreifen. Meine Güte. Also die Ecke ist hier wirklich die beste Ecke, die man sich aussuchen kann. Aber mein Gott, ist das eine Scheißmission. Echt, du hast so viele mögliche Startpositionen. Du hast die hier, du hast die hier. Und hinten ist auch noch einer, aber zwei von dreien kriegst du aufs Maul. Aber so richtig, das hat man ja gemerkt. Und jetzt hier, die Position, die ist richtig gut. Die ist richtig klasse, die Position hier. Das ist mir auch schon letztes Mal aufgefallen. War hier und da kam er nämlich von zwei Seiten. Und hier kommt er nur von einer, nämlich von vorne. Also das ist echt ein Riesenvorteil, den man hier hat. Und ich denke mal, die Festung wird in etwa hier vielleicht sitzen. Vielleicht auch hier. Ich weiß nicht, wie sich die Festung erstreckt. Die dürfte auf jeden Fall größer sein. Wenn er schon sagt Festung, dann gehe ich auch davon aus, dass das Ding ziemlich groß ist. Könnte hier ein Kraftwerk bauen, okay. Also falls ich mal hier weitere Bohrtürme bauen will oder bauen muss. Ob die Panzer gleich reichen? Ich lasse noch mal ein bisschen bauen. Wir wollen ja auf Nummer sicher gehen, dass sie die Mutanten ausschalten können. Jetzt kommt wieder der alte Panzerkommander hier wieder. Return of the Panzerkommander. Oh, die Anacondas sind einfach klasse. Echt, die können einfach... Fußtruppen können sie einfach überrollen, das ist nicht das Problem. Und gegen die Mammuts sind sie auch gut. Und vor allen Dingen jetzt noch in der Masse. Ich glaube, dann machen sie einfach alles platt, was ihnen in die Quere kommt. Und ich glaube tatsächlich auch jetzt, wo ich so viel am KKND aufnehmen bin, werde ich jetzt wahrscheinlich auch die Empire Earth Parts, die neue russische, die sind ja noch gar nicht draußen. Aktuell läuft nämlich noch die deutsche. Die ist aber in der Endphase jetzt so langsam. Werde ich jetzt, glaube ich, bald mal die russischen Parts auf 2 Parts pro Tag ändern. Und vielleicht auch KKND auf 2 Parts pro Tag. Ich habe jetzt heute 2-mal aufgenommen. Ich habe gestern 1-mal aufgenommen. Also ich bin wieder dabei, Vorrat auszubauen. Ich bin schon die ganze Zeit am Vorrat ausbauen. Also jetzt ohne Veränderung würde das bis August gehen. Und der Alex Flattermann hatte mich hier auch noch angesprochen. Wegen einer Aufnahme, wo ich zu Gast sein soll. Ich weiß auch, welches Spiel. Ich verrate es aber nicht. Ne? Das werdet ihr dann sehen, wenn es soweit ist, falls ihr Zuschauer vom Alex Flattermann seid. So, jetzt werden wir mal speichern. Unter Glück 2. Und dann werden wir tatsächlich mal einen Angriff versuchen. Ich trage jetzt einfach mal alle Panzer ein. So. Los geht's, genau. Erst auf das Mammut. Jo, weg. Kein Problem. Ach, guck mal, da hat er direkt sein Öl. Sehr interessant. Boah, guckt euch das an, was für eine Menge hier rauskommt. Alter. Guckt euch... Yo! Alter! Guckt euch das an! Alter! Ah, darauf ist er geil, das dachte ich mir.
Die muss auf jeden Fall weg. Guckt euch das an! Das ist doch nicht normal, sag mal! Alter, wie viel hat der gebaut? Das ist ja völlig übertrieben. Guckt euch mal an, wie rot die Karte ist. Lecco mio. Ach du Scheiße. Und ich dachte, ich habe schon viel. Okay, das müssen wir anders machen. Wir müssen den Gegner unbedingt die Ressourcen kappen. Unbedingt. Der kriegt viel zu viele Ressourcen. Ich weiß nicht, woher er die Massen an Ressourcen bezieht, so viele Einheiten aufzustellen. Vor allem wahrscheinlich auch so teure. Alter. Zerstört ihm die Tankwagen. Und vor allen Dingen das Ding hier. Himmel, hat der viel. So, das war seine Ölquelle. Ich hoffe, dass das jetzt sein Nachschub so weit beschneiden wird, dass er bald nichts mehr hat. Alter Verwalter, hat der viele Truppen. Guckt euch das an. Diese erdrückende Masse von Truppen einfach. Und alles dabei. Wie es sich für eine KI gehört. Alles dabei. Alles, was das Herz begehrt. Das gesamte Arsenal. Und das nimmt einfach kein Ende. Guckt euch das an. Es nimmt kein Ende. Oh, die ganzen Mammuts. Du Scheiße. So viele Raketentürme kann ich nicht bauen, wie der an Truppen hat. Das ist zu viel. Der hat viel zu viele Truppen. Also hier hätte man ihnen ein Handicap geben müssen. Bin ich der Meinung. Hier hätte man ihnen einfach ein Handicap geben müssen. Das ist viel zu viel, was er hat. Wie soll man das aufhalten? Jetzt zieht er sich zurück. Na klar, er hat auch wieder Öl. Schon unterwegs. Dann wollen wir mal. Schlag zu. Melde mich zum Dienst. Wir können nicht zulassen, dass er Öl kriegt. Ja, natürlich ist das Scheißding fertig. Echt Zufall. Du hast zu viele Ressourcen, mein Freund. Das muss aufhören. Du kriegst viel zu viele Ressourcen. Ist viel zu viel. Damit muss jetzt mal Schluss sein. Kann nicht sein, dass du andauernd Ressourcen kriegst. Schluss mit der Ressourcenspammerei. Und er baut schon wieder. Er hat viel zu viel Geld. Finde ich. Man hätte ihn wirklich beschneiden müssen. Sag ich ganz ehrlich. Pass auf, ich lade nochmal. Es tut mir jetzt leid, Leute, aber ich muss die Panzerarmee behalten. Sieht man ja. Er hat viel zu viele Truppen. Und vor allen Dingen, er hat ihn so schnell ersetzt, das ging ja gar nicht. Das hat ja keine paar Sekunden gedauert, da hat er sofort einen neuen gehabt. Vor allen Dingen, er weiß genau, wo sein Limit ist, ne? Bis wohin er gehen muss. Du hast keine Falle, die du ihm stellen kannst, ne? Oh, warum merkt er sich das nicht? Mann! Merkt ihr doch mal bitte, wie ich meine Gruppen gruppiere. Ja, nicht euch zerstören lassen. Ihr sollt den Gegner zerstören. Alter.
Guckt euch das an, trotz Abwehr. Geht mir so aufs Maul. Woher nimmt er die Ressourcen? Der kann viel zu viel produzieren. Warum? Warum hat man da kein Handicap reingehauen? Da hätte man unbedingt ein Handicap reinmachen müssen. Das ist viel zu übertrieben, was er hat. Wie soll man sowas aufhalten, als einfacher Mensch? Das kannst du doch gar nicht. Das kannst du doch nie im Leben alles aufhalten. Es sei denn, er ist so blöd wie jetzt und rennt voll rein. Ja, den Turm wird er kriegen, den vorderen. Ja, ja. Schade, also die Panzerarmee kann ich nicht retten. Aber dass er diesen Kackturm bauen muss, ne? Er hat wahrscheinlich so viele Bauoptionen. Nein, er baut ausgerechnet also diesen einen Kackturm. Kapp ihm die Ressourcen. Echt, er kriegt viel zu viele Ressourcen. Was schießt er denn auf den? Okay, das war seine Ölraffinerie. Sehr gut. Ah, mein Turm! Arschloch!